Also mittlerweile wird ja auch im Fernsehen, es wird im Fernsehen gedatet von den jungen Leuten. Also Love Island, da glaube ich zum Beispiel nicht, dass die nur auf Zucker sind. Ich bin, also, oder? Kippe zurück, Love Island. Wer schaut Love Island klatschen? Ich liebe Love Island, oder? Ihr müsst Love Island anschauen. Hey, wenn du eine Folge Love Island anschaust, ist hier oben nichts mehr. Das ist wie Abführmittel fürs Gehirn, verstehst du? Das ist, also pass auf, im Volksmund nennen wir es ja Fackertuckerland. Und da ist ja so, diese Teilnehmer und Rinnen, das sind alle Singlinginnen. So, und pass auf, die treffen sich dann, die kennen sich vorher nicht, und dann treffen die sich auf Love Island zu einem Einzeldate. Stille, Verwirrung, weil da treffen sich nämlich zwei. Jetzt ist noch mehr Verwirrung, weil wir kennen Einzeldate von früher. Ich meine, was war früher Einzeldate? Hä? Du hast einen Film angeschaut und das war's. Also das ist... Einige erinnern sich ja. Na, pass auf. Es gibt auch auf Love Island das sogenannte Massendate, da treffen sich dann mehr als zwei. Das ist ein bisschen mehr wie beim Bachelor. Bachelor, den kennt ihr? Der Rosenstricher, genau. Und ich habe mal einen von diesen, ich habe meinen Bachelor kennengelernt, wirklich war in so einer Talkshow. Und ich saß auf der Couch gegenüber von einem von diesen Bacheloren, wie sagt man da? Und dann schaue ich so und dann dachte ich mir, Michel, bleib offen. Vielleicht sind es ja nur Klischees. Und ich habe ihm in die Augen geguckt. Und durch die Augen konnte ich hinten das Publikum sehen. Also es war... Pass auf, das schönste Einzeldate, was ich je gesehen habe bei Love Island, da war es so, da trifft sich immer so eine Wimpernlady mit einem Rillensepp. Ne? Und er, der Rillinger, ist dann nach hinten gegangen zu den anderen Burschen, hat er rumgeflext, boah, die war so geil. Und hat sie ihr Oberteil ausgezogen und die sah voll stabil aus, die Alte. Ja, ich war auch verwirrt, weil ich kannte das Wort in dem Zusammenhang auch nicht. Also ich habe schon viele Adjektive benutzt, um den weiblichen Körper zu beschreiben, aber stabil war noch nicht dabei. Nein, war noch nie so, dass ich gesagt hätte, so, das Sofa von Ikea hat gehalten, aber sie war nicht stabil. Also sie ist auseinandergebrochen, war Teil mitgeliefert, irgendwas war da fehlerhaft, also da kommen wir, keine Ahnung, also...